Ich fühle, wie ich wieder sanft werde. Und nun verspüre ich das Bedürfnis, mit Mike zu sprechen. Und es klappt. Seine Stimmung ist weicher als sonst. Zumindest nehme ich es so wahr. Bei mir hat sich seltsamerweise ein Schalter im Innen umgelegt und hat etwas in mir verändert. Melancholie, Traurigkeit, Empfindsamkeit. Meine Worte sprudeln nur so aus mir heraus. Ich erkläre ihm, was diese Woche in mir abgegangen ist. Ich versuche ihm zu vermitteln, wie es mir ging, nachdem ich so wenig von ihm hörte oder gar nichts. Nach diesem Wochenende. Ich teile ihm mit, dass ich ihn eben vermisse und will ihm erklären, wie meine Gefühle für ihn sind. Ich rede so viel und habe das Gefühl, das kann er gar nicht verstehen. Und so sage ich, Mike, noch nie habe ich mich mit einem Menschen so friedlich wohlgefühlt. Mit dir spüre ich Sanftheit, fühle mich weich. Weißt du, es war damals schon so mit dir und es ist heute immer noch so. Ja, und wenn du am Nordpol leben würdest oder es dich nicht mehr in meinem Leben geben würde, wäre es noch so, dass du einen Platz in meinem Herzen hast. Es fühlt sich so beständig an, so sanft, ruhig, nah, vertraut. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll und muss tatsächlich weinen. Er antwortet sanft, ich weiß, was du meinst. Du musst es nicht erklären. Es geht mir nicht anders. Unter Tränen rede ich weiter. Ich habe überlegt, ob es mir gut tut, so ein Wochenende mit dir zu haben und danach in ein Loch zu fallen. Als du weg warst, fühlte ich mich nicht einsam, nein. Aber dennoch war es leer hier. Heute weiß ich, dass es nichts Schöneres gibt, als 100% die Gegenwart zu leben. Alles ganz und gar anzunehmen, auch wenn dann dieses Loch kommt. Es geht ja auch wieder. Also es geht ja wieder weg. Und das, was ich erleben durfte, das kann mir keiner mehr nehmen. Und ich werde in 20 Jahren noch mit einem Lächeln an uns denken. Weißt du, wir waren in unserer Welt. Ja, es war ganz allein unsere Welt. Ich finde keine Worte mehr, möchte das Gespräch beenden. Ich will ihn ja auch nicht, ach, was weiß ich, was ich nicht will. Das Telefonat wird beendet. Noch ganz in meinen Gefühlen gehe ich in die Küche, wo das Radio läuft, höre ein Lied und lächle. Ja, genau das ist es, was ich für Mike empfinde. Der Inhalt ist in etwa, lass uns die Welt vergessen, die Zeit Zeit sein lassen. Wie soll ich dir sagen, was ich fühle? Kein Wort kann das beschreiben. Ich brauche dich auf der Suche nach mir selbst. In deinen Augen sehe ich, was ich war und noch bin. Ich weiß nicht, wie alles enden wird, aber ich weiß, dass sich das zwischen uns nie ändern wird. Mammuttränen kullern meine Wange runter. Ja, Mike ist für mich etwas ganz Besonderes und wird das auch bleiben.